Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zum Maskenprojekt für den Monat Februar. Leider ist der Februar jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten und der Monat ist ja nicht so lang. Deshalb muss ich mich ein bisschen sputen. Wir sind schon in der letzten Woche, aber ich habe es vorher nicht geschafft. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Es waren Geburtstage da im Monat Februar. Es waren, ich hatte Besuch. Ich sehe noch ziemlich müde aus, sehe ich gerade. Das liegt aber auch daran, dass wir morgens haben. Und ich hatte gestern Abend ein Tischtennisspiel, ein Meisterschaftsspiel. Und das hat mich ganz schön geschafft. Deshalb, ja, sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache heute zwei Masken. Und zwar, ja, wollte ich heute Morgen eine Peel-Off-Maske machen. So ein bisschen mal die abgestorbenen Hautschüppchen zu entfernen. Irgendwo war gerade hier ein Haar. Ja, ich habe schon meine tolle Haube auf dem Kopf, weil, ja, Peel-Off-Maske. Genau, ich habe da so ein bisschen Angst, dass ich mir wieder so ein paar Haare einpiele. Peel-Off-Maske ist ja die, so Masken, die man abzieht, ne? Und da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor, aber ich denke mal, es ist jetzt nicht verkehrt. Und heute Abend, also die nächste Maske, die ihr seht, die Maske Nummer 2, wird dann irgendwas Pflegendes sein. Ja, mal schauen. Porentiefe Reinigung. Also von Rival de Loup werde ich jetzt mir die Peel-Off-Maske, Porentiefe Reinigung, soll das Hautbild verfeinern mit Aloe Vera und Pfirsichextrakt. Sieht so aus und habe ich auch letztens erst mitgenommen vom Rossmann und deshalb müsste es die auch noch geben. Sind wie immer hier so zwei Anwendungen. Ist sogar ein veganes Produkt mit jeweils 8 Milliliter Inhalt. Dann steht hier noch drauf, reinigt die Haut porentief und bereitet sie dann optimal auf die anschließende Pflege vor. Durch das Abziehen der getrockneten Maske werden abgestorbene Hautschüppchen, Talgablagerungen und Verschmutzungen gründlich entfernt. Mit Aloe Vera und Provitamin B5 spendet Feuchtigkeit. Feuchtigkeit kann ich auch gebrauchen. Ja, also Anwendung. Gesicht reinigen, habe ich gemacht. Großzügig und gleichmäßig ungefähr 2 mm dick auf das Gesicht auftragen, Augen- und Mundpartie aussparen, circa 15 Minuten einziehen lassen, bis die Maske vollständig getrocknet ist und dann die Maske langsam zur Mitte hin abziehen. Eventuelle Reste mit lauwarmem Wasser abwaschen, alles klar. Jo, ich knete mal wie immer einmal vorher durch, ich bin gespannt. So viele Peel-Off-Masken habe ich noch nicht gemacht. Schreibt mir doch mal, macht ihr auch schon mal eine Peel-Off-Maske, so eine Maske zum Abziehen oder sagt ihr, nee, sowas mag ich nicht. Ja, man muss halt aufpassen, ne? Also, dass man hier die Augenbrauen, hier die Haaransätze nicht mit einkleckert, weil das dann etwas wehtun könnte beim Abziehen. Ja, dann öffnen wir die jetzt mal und ich wollte, also, oh, da guckt schon eine klare Flüssigkeit raus und ein Bläschen. Moment. Ist gut gefüllt, der Beutel. Ja, das ist irgendwie so eine klare, glibberige Masse hier. Und ich gucke mal hier jetzt mehr in den Spiegel. Ja, sie ist sehr dickflüssig. Oh, riecht aber angenehm. Ist auch Alkohol enthalten, habe ich eben schon mal geguckt, als ich mir die rausgenommen habe. Alkohol, ja. Oh ja, das spüre ich aber auch. Irgendwie gerade diese Dämpfe, oh, das ist aber nicht so schön. Diese Dämpfe von der Maske, obwohl ich jetzt noch gar nicht so nah an meinem Auge war, oh, da muss ich aber wirklich großzügig aussparen, das merke ich. Naja, hat das gerade so ein bisschen gebrannt. Ja, aber ich denke mal gerade hier im Nasenbereich, die Hautschüppchen und auf meiner Stirn habe ich im Moment noch so Hautschüppchen. Oh, ich habe das so blöd aufgerissen. Ja, dann verteile ich mir das jetzt mal. Zack, zack. Und eigentlich nehme ich ja auch mittlerweile bei vielen Masken einen Pinsel zum Auftragen. Aber bei der hier muss ich ja ein bisschen aufpassen, dass ich hier meine Augenbrauen und meine Haaransätze nicht erwische. Und ich glaube, da kann ich etwas feiner mitarbeiten, indem ich meine Finger hier zur Hilfe nehme und keinen Pinsel. Ja, schauen wir mal. Also die ist sehr dickflüssig. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon ein paar Härchen eingesaut.
Gerade hier an der Seite muss ich aufpassen. Ich glaube, jetzt bin ich schon in meinen Haaren drin. Ja, hervorragend. Seht ihr das? Da. Schitte, und ich habe mir gestern die Haare gewaschen. Egal. Dann dusche ich. Ich wollte eh heute vielleicht noch baden. Ja. Also ich gebe das ziemlich großzügig jetzt im Nasenbereich und auf dem Backen hier, auf den Wangen auf. Unter der Nase, am Kinn und auf der Stirn. Ja, so ein bisschen ab und zu habe ich so ein leichtes Brennen in den Augen. Ist ein bisschen unangenehm. Ob es am Alkohol liegt? Wahrscheinlich, wa? Ja. Also ihr seht, es ist nichts eingefärbt oder so. Es ist wirklich eine klare Masse, die ziemlich glitschig ist. Aber gut. Ja. Und die, denke ich mal, auch ziemlich schnell wahrscheinlich fest wird. Weiß es nicht. Jo, aber ich hatte schon länger keine Peel-Off-Maske mehr und ja, schauen wir mal, wie die so ist. Jetzt bin ich, glaube ich, auch schon, mal gucken, ob ich das noch ein bisschen abnehmen kann. Ich glaube, ich bin schon zu nah unter meinem Auge gelandet. Ist ja auch nicht so toll, wenn dann beim Abziehen diese empfindliche Augenpartie mit strapaziert wird. Aber der Inhalt, diese 8 Milliliter reichen mir. Ja, ist auch nicht mehr so viel drin. Ich hab's gleich. Oh, es wird schon ziemlich wapsig hier. Seht ihr das? Ja. Fängt schon an anzutrocknen. So, ich denke, das reicht auch. Hoffe ich jetzt mal einfach. Ja, ich finde es eigentlich besser, wenn die solche Peel-Off-Masken leicht gefärbt sind. Dann sieht man das etwas besser, welche Stellen man schon hat und welche Stellen man noch nicht eingeklickert hat. Naja, ich lasse das jetzt mal so. Es ist schon eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Schaut mal. Zieht auch so Fäden. Ja, ich lasse das Ganze jetzt. Also im Moment geht es. Am Anfang hatte ich, wie gesagt, immer noch so von diesen Dämpfen der Maske, denke ich mal, so ein leichtes Brennen in den Augen. Ich versuche jetzt mal Folgendes. Wartet mal, ich wasche mir mal eben die Finger und mache mal eben diesen Beutel sauber. So, das war eine ganz schön lange Angelegenheit jetzt gerade. Ich musste tatsächlich mit richtig derbe Seife und ziemlich warmem Wasser mir die Hände reinigen. Das war ganz komisch irgendwie. Kriegte ich nicht so gut von meinen Fingern gewaschen und auch die Tüte hier. Naja, jetzt ist alles wieder sauber. Und ich merke jetzt schon, ja, wie lange habe ich es jetzt drauf? 1-2 Minuten. Und ich, oh Gott, ja, es wird, fängt an fest zu werden. Ich nehme jetzt mal hier so ein kleines Wattepad, feuchte das mal eben an, so, und gehe mir nochmal damit über die Augenbrauen, weil ich glaube, so ein bisschen habe ich sie eben mit eingekleckert, leider. Ja, guck mal hier lieber in den Spiegel. Ja, und die Haaransätze hier ein bisschen. Trotz Schutzhaube, naja gut, egal. Habe ich halt gleich ein paar Haare weniger. So, ich lasse das Ganze jetzt, ja, bis die Maske halt angetrocknet ist richtig, lasse ich es jetzt so auf dem Gesicht. Es kann sein sogar, dass gleich, ich warte nämlich noch auf Post, dass gleich der Postbote oder beziehungsweise die Postbotin bimmelt. Naja, so schlimm sehe ich nicht aus. Ich glänze zwar wie das Gewitter, aber es fängt schon hier am Rand, ich merke das, an zu kitzeln. Also es ist ein ganz interessantes Gefühl. Okay, ihr Lieben, das mal dazu. Und jetzt, ja, ich würde sagen, wir sehen uns sofort wieder, wenn die Maske fest geworden ist. Bis gleich. Ja, ich bin wieder zurück und ja, wie man sehen kann, ich glänze wie das Gewitter. Es spannt auch ganz schön. Also das Sprechen fällt mir etwas schwer und also es hat nichts mehr gebrannt oder so. Es kitzelt so ein bisschen beim Sprechen hier. Aber das liegt wohl daran, dass die Maske ja ziemlich fest geworden ist. Also es, ihr seht, ich kann hier drüber streichen, es ist alles fest. Und ja, jetzt muss ich irgendwo einen Anfang finden. Ne? Jetzt will ich das Ganze ja vorsichtig abziehen. Ich versuche mal hier am Rand irgendwo zu knibbeln. Ja, seht ihr, hier habe ich jetzt so einen Fetzen. Und man soll es ja bis zur Mitte hin abziehen. Oh, die ist aber fest. Oh,
Also ich muss sagen, ich hatte schon Peel-off-Masken, die haben nicht so gezwiebelt, weil hier sind ja jetzt, gut, man hat überall Haare im Gesicht, aber diese, oh, die ist aber unangenehm. Oh Gott. Das ist aber, die ist nicht von schlechten Eltern, die pappt richtig gut, okay. Oh, also ich bin ja jetzt nicht so wehleidig, ne? Auch wenn ich manchmal so tue. Aber das hier, vielleicht muss ich es etwas schneller machen. Oh Gott. Ich habe so ein bisschen Angst. Seht ihr das, wie die Haut sich hier in Falten zieht? Oh. Die ist richtig, richtig brutal fest. Da war damals die von Balea angenehmer. Ich weiß gar nicht, von Schebens oder so hatte ich auch mal eine. Oh Gott, und jetzt kommt da, wo die Her. Oh, da habe ich hier. Da habe ich die Härchen mit einge. Oh Gott. Also das ist sehr, das ist wie als wenn das brennt. Ja. Und man sieht vielleicht auch hier, sieht man das? Da ist die Haut ein bisschen gerötet. Also das ist, oh. Oh Gott. Oh Gott. Nicht angenehm gerade hier. Oh Gott, hier habe ich ein paar Härchen mit eingekleckert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nadine. Okay, auf der Stirn geht es etwas besser, weil da die Haut einfach straffer ist. Aber hier, da habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Da hat es gerade richtig weh getan. Oh nee. Gott, oh Gott. Ich halte mal hier so ein bisschen den Finger davor. Ich weiß nicht. Ihr hört ja auch dieses Abziehgeräusch, ne? Okay, auf der Nase geht es auch, aber hier vorsichtig mal hier den Finger drauf halten. Oh Mann, ja. Ich bin doch jetzt wirklich gleich richtig froh, wenn alles. Ich meine, okay. Puh, geschafft. Also das war jetzt wirklich eine Peel-off-Maske. Da kann ich euch jetzt schon sagen, die werde ich nicht nochmal machen. Vielleicht ist sie sehr effektiv, weil sie sehr fest bappt. Und mit Sicherheit sind jetzt hier auch ein paar Hautschüppchen von mir drin. Hier hängt jetzt noch so ein bisschen was. Das werde ich gleich, auch hier seht ihr, da. Das werde ich gleich mit dem Waschlappen noch entfernen. Aber okay. Was ich jetzt sagen kann, ist, die Haut fühlt sich sehr glatt an. Und hier hängt auch noch was. Oh Gott, ja, das muss ich jetzt gleich mit dem Waschlappen und warmem Wasser abnehmen. Ihr seht, ein bisschen was klebt hier überall noch. Aber meine Haut ist ein bisschen gerötet. Jetzt nicht irgendwie ausschlagmäßig, aber es war sehr, sehr unangenehm. Nee, hat mir nicht gefallen. Auch wenn jetzt die Hautschüppchen ziemlich vielleicht abgetragen worden sind, ich weiß es nicht. Ja, aber das war mir jetzt ein bisschen zu brutal, muss ich sagen, für die Haut. Also das war bisher die Peel-off-Maske, die mir am wenigsten gefallen hat, weil sie für meine Verhältnisse zu fest auf der Haut jetzt war und beim Abziehen das doch ganz schön wehgetan hat, obwohl im Gesicht ja eigentlich nicht so lange Härchen sind. Naja. Oder ich bin heute einfach empfindlicher wie sonst. Es gibt Tage, hat man ja schon mal, da ist man schmerzempfindlicher. Aber ich denke mal, nee. Also diese Maske, ja, weiß ich nicht. Seht ihr das? Hier habe ich so richtig rote Flecken. Na gut, ihr Lieben, das war jetzt die Peel-off-Maske, Rival de Loop. Bin ich nicht so von begeistert, leider. Aber gut, wir werden sehen, was noch an Masken kommt. Ich werde heute Abend noch eine Maske machen. Ich denke, ich werde diesen Monat nur drei schaffen, weil der Monat nur noch eine Woche hat, der Monat Februar leider. Aber heute Abend werde ich habe mir schon eine rausgesucht, die seht ihr jetzt natürlich gleich im Anschluss und was Pflegendes, ja. Weil ich glaube, ich brauche heute Abend ein bisschen mehr Pflege. Gut, das war die erste Maske, ihr Lieben. Ihr wart dabei, Peel-off-Maske. Vielleicht hat der ein oder andere diese hier von Rival de Loop schon gemacht und fand sie gar nicht so brutal klebend wie ich. Aber ich fand es jetzt schon extrem. Also, nee, das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal.
Naja, okay, ich würde sagen, das war die erste Maske und für euch geht es jetzt direkt weiter zur Maske Nummer 2. Ja, da bin ich schon wieder, ihr Lieben. Und wie angekündigt, wir haben den gleichen Tag. Ich habe heute Morgen die Peel-Off-Maske gemacht, die ganz schön geziept hat im Gesicht. Und ja, mittlerweile haben wir abends, ich glaube 7:30 so ungefähr. Es ist dunkel draußen. Ich musste jetzt hier meine Lampen anmachen an meinem Badezimmerschränkchen und deshalb haben wir auch jetzt etwas anderes Licht. Ich habe gerade mein Gesicht gereinigt. Ich war etwas geschminkt heute unterwegs und ja. Jetzt habe ich mir Folgendes gedacht: Nach dieser anstrengenden Peel-Off-Maske möchte ich was Pflegendes. Und zwar habe ich hier noch von Schebens die Tutanchamun-Maske. Die war mal limitiert, aber die kommt immer wieder mal rein. Also ich denke mal, auch wenn es die jetzt im Moment nicht gibt, wird es die bestimmt irgendwann wieder geben, weil ich glaube, die soll ganz gut sein. Das ist eine Antifalten, also eine Maske Beauty Deluxe Antifalten, Straffung und Feuchtigkeit. Mit Lotusblüte, Reiskeimöl und Weizenkeimöl für alle Hauttypen. Die möchte ich mir aufs Gesicht geben. Und dann habe ich hier noch in meiner Maskenkiste dieses hier entdeckt. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist eine Augenmaske, seht ihr? Ja, also nur für die Äuglein. Kenne ich jetzt gar nicht die Firma. Freeman Be Feeling Beautiful Coffee and Chai Energizing Paper Eye Mask. Also auch was mit Kaffee und Chai. Alles auf Englisch. Ja, ich habe mir das mal hier durchgelesen und hier ist auch in Bildern, Moment, hier sieht man die einzelnen Schritte. Und ich glaube, das passt auch, beide Masken passt von der Zeit her ganz gut. Ich denke, ich werde jetzt gleich mit der Augenmaske beginnen. Gesicht reinigen habe ich gemacht. Die Augenmaske auflegen und 5 bis 10 Minuten. Und hier bei der Tutanchamun-Maske steht auch 10 Minuten einwirken. Die Reste der Maske mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Jo. Schauen wir mal. Ja, ich denke, wir beginnen. Wie gesagt, ich schreibe euch alle Masken, die ich gemacht habe, auch in die Infobox, dann könnt ihr da nachlesen, falls euch das interessiert, wo man jetzt ich glaube, das ist die Firma, diese Augentuchmaske herbekommt. Weiß ich nicht. Was steht denn hier hinten? www.freemanbeauty.com. Die haben sogar eine Seite. USA. Okay. Ja, ich hole sie mal raus. Ich bin gespannt auf den Duft, ob die nach Kaffee riecht. Das wäre natürlich in meinem Fall ideal, weil. Ja, ihr wisst, ich liebe Kaffee. Und jetzt hole ich sie mal hier raus. Fühlt sich schon mal sehr nass und feucht an. Okay. Mal gleich den Rüssel dran halten. Nö, riecht nicht nach Kaffee. Okay, egal. Hier ist noch so eine Folie, damit die wahrscheinlich besser abzuziehen ist. Hier war so eine Folie dazwischen. Ja. Oh, die ist sehr dünn und labberig. Okay. Ja, ich lege mir die jetzt mal hier so um meine Äuglein. Ist ja speziell jetzt hier für die Augenpartie. Ich hoffe, ja, hier ist es ein bisschen im Auge jetzt auch, obwohl es geht. Ich drücke die jetzt mal hier an, weil gerade hier unter meiner Augenpartie, also hier die Haut, die ist schon. Oh, jetzt irgendwie. Irgendwas brennt jetzt gerade. Muss mal eben die Augen schließen. Ich habe es mir, glaube ich, zu nah. Irgendwas war gerade so ein bisschen komisch. Wahrscheinlich Chai. Hier, so Chai Latte mäßig, hört sich auch gefährlich an. Was heißt gefährlich? Ah, so, ich habe es angedrückt. Ja, es war so, ist so ein bisschen, vielleicht seht ihr das auch, ich habe so leicht gläserige Augen bekommen. Ich hoffe, das geht mit dem Licht. So, ich lasse die jetzt mal so. Jetzt öffne ich mal hier eine Seite der Tutanchamun, also nee, irgendwas. Irgendwie tränen meine Augen jetzt. Aber anders kann ich sie ja nicht auflegen. Oh, was ist denn das? Naja, ich gebe der Maske noch eine Chance. Wenn es mir zu doll wird, dann kommt sie halt wieder runter. Aber die dürfen doch in so einer Augentuchmaske nichts reinpacken. Moment, ich lese mal eben. In den Inhaltsstoffen. Wasser, Glycerin, Aloe, Zingiber. Oh. Ja, irgendwie ist das gerade ein bisschen unangenehm. Papaya, Früchteextrakt, ja, keine Ahnung.
kann jetzt nicht die 1000 Inhaltsstoffe euch vorlesen, aber irgendwas, naja, irgendwie ist das unangenehm. Hier so. Oh ne, ich mach's ab. Nee, seht ihr das? Meine Augen sind ganz rot schon, und glaube ich, ja. Und hier ganz, ganz gläserig. Also, da tut mir leid, Freeman. Nee, das nehme ich mir jetzt ab. Das war jetzt angenehm feucht, ordentlich nass, durchfeuchtet, aber bevor das noch mehr in meinen Augen brennt, ja, das war jetzt leider ein Fail. Kann ich nicht ändern. Nee, dann mache ich lieber jetzt noch ein bisschen hier Tutanchamun. Ich hoffe, ja, dass die Maske mir besser bekommt. Die könnte ich jetzt mit so einem Maskenpinsel auftragen. Habe ich jetzt aber leider nicht dran gedacht. Deshalb nehme ich wie immer meine, ja, sauberen Finger zur Hilfe. Ich habe die noch nie gemacht. Bin gespannt. Okay, es ist eine schöne Creme, eine ziemlich feste. Ein bisschen gelblich von der Farbe her. Riecht sehr angenehm. Und die gebe ich mir jetzt mal großzügig auf mein komplettes Gesicht. Ja, ich könnte es auch auf dem Hals geben. Meistens ist da ja so viel Produkt drin, dass das fast zu viel ist fürs Gesicht. Aber ja, jetzt habe ich, ich hätte mir ein T-Shirt anziehen sollen. Ich habe meinen etwas hochgeschlossenen Pullover an. Und dementsprechend, naja, spare ich das Dekolleté bzw. den Hals mal aus. Also lässt sich super schön verstreichen auf der Haut. Ist eine ganz, ganz angenehme, ich gucke mal hier in den Spiegel, eine ganz, ganz angenehme Creme. So, da ich eh mir die Haare noch waschen möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gleich noch duschen gehe, aber ich glaube, ich mache es morgen früh. Ja, ich glaube, ich dusche morgen früh. Also manchmal dusche ich abends, manchmal morgens. Das ist bei mir so, ja, wie ich mich gerade fühle. So wie es halt kommt. Ich habe halt keine Duschroutine. Also schon, was unter meiner Dusche abgeht, das natürlich, da habe ich so meine Routine, aber ich habe keine speziellen Zeiten. Das ist je nachdem, wie ich unterwegs bin, wie viel Zeit ich habe, wie lustig ich drauf bin, keine Ahnung. So, das Tütchen hier oben ist leer. Hier ist ja noch eine zweite Anwendung, aber hier brennt mal nichts. Ich habe es mir jetzt auch ziemlich nah unter meine Augenpartie gegeben, weil ja, ich mir erhoffe, dass ja, die Maske soll ja sehr feuchtigkeitsspendend sein, und die Feuchtigkeit brauche ich auch im Moment, gerade unter meinen Augen und auf der Stirn. Jo, das war es schon. Ja, prima. Dann würde ich sagen, 10 Minuten. Ich stelle die Uhr, wir sehen uns dann sofort wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und ja, 10 Minuten sind um und ich kann sagen, ich bin endlich mal wieder begeistert. Ne? Heute Morgen, naja, die Peel-Off war nicht so berauschend, jetzt die Augenmaske. Also ja, aber dies hier kann ich sagen, Daumen hoch erstmal. War sehr, sehr angenehm. Ich meine, sie hat jetzt nicht gekühlt oder so. Ne? Bei manchen Masken ist es so, dass man, wenn man gerade sich so im Haus bewegt, dass man so eine Kühle spürt. Das ist jetzt hierbei nicht. Es war normal, wie so eine Gesichtscreme. Ihr seht, sie ist an einigen Stellen so ein bisschen eingezogen. Ja, aber ja, kein phänomenaler Duft. Es riecht so ein bisschen halt nach Creme einfach. Ja, und jetzt steht hier die Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Und dann steht hier noch als Ergebnis, ihre Haut wird spürbar glatter und sieht deutlich jünger aus. Ja dann. Die schreiben da auch immer Mist drauf manchmal. Aber naja, ich habe jetzt hier so ein Kosmetiktuch und nimm mir das mal ab. Und denke mal, dass ich dann die Reste einfach einmassieren werde in die Haut. Ist natürlich sehr glitschig, aber wie gesagt, es war angenehm. Ich habe mich ein bisschen aufs Sofa gesetzt, ich brauche noch ein Tuch. Habe ein bisschen Fußball gerade mit meinem Schwiegervater geguckt. Champions League läuft gerade. Gleich spielen die Dortmunder. Ich oute mich als BVB-Fan. Ja, wer noch? Wer ist noch BVB? Ja, aber im Moment, Dortmund spielt um 9 Uhr, wir haben jetzt 8 Uhr oder so, jetzt ist gerade Halbzeitpause. Schalke liegt leider hinten.
Leverkusen, glaube ich, steht 1-1. Na, jetzt erzähle ich euch hier was von Fußball. Naja. Bleiben wir mal hier bei der Maske. Ich brauche noch einen dritten Lappen, weil das ist doch ganz schön viel Produkt. Ich schmier mir mal so ein bisschen was hier am Hals runter. So. Ich denke aber mal, jetzt ist es okay soweit. Ja, meine Haut sieht nicht gerötet aus. Und ich habe jetzt immer noch so einen leichten Cremefilm. Den massiere ich mir ein bisschen ein. Ja, es war im, ich kann zusammenfassend sagen jetzt, auf die Schnelle eine sehr angenehme Maske. Und ich glaube, ja, ich sehe wirklich 10 Jahre jünger aus. Doch, ja, schöne Maske. Doch, also zumindest kann ich sagen, ja, ich fühle mich jetzt gut durchfeuchtet, kann man das so sagen? Also die Haut fühlt sich jetzt wirklich total weich an. Natürlich auch ölig irgendwo, weil hier sind ja viele Öle drin. Reiskeimöl, Weizenkeimöl und Lotusblüte. Das spürt man auch, sehr ölig. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Wenn ich allerdings heute Abend ins Bett gehe und habe immer noch so einen Schmierfilm, so wie jetzt, dann werde ich wahrscheinlich nochmal mit einem nassen Lappen mir das abnehmen und meine normale Nachtpflege auftragen. Aber naja, vielleicht zieht es noch ein. Ja, ich fühle mich wohl in meiner Haut, dank der Tutanchamun-Maske von Schebens. Und würde sagen, ja, die Augenmaske hier war leider ein Flop, ihr wart dabei. Das waren die Dämpfe, wie auch immer, das hat meine Augen zum Tränen gebracht und es war sehr unangenehm. Deshalb, ja, was soll ich machen? Auf jeden Fall, da der Monat fast rum ist, werde ich noch eine weitere machen. Da werde ich mich jetzt mal überraschen lassen und werde mal wieder blind in meiner Kiste drin rumwühlen. Und ja, ich bin gespannt, was es wird für eine Maske. Und ja, für euch geht es jetzt sofort weiter. Und ja, ich würde sagen, auf zur Maske Nummer 3. Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zur Maske Nummer 3. Wenn ich die Augenmaske dazu zähle, ja, sagen wir mal 3,5. Ja, das wird jetzt auch die letzte Maske sein. Der Monat ist nämlich fast rum. Der Monat Februar hat ja auch nur 29 Tage, glaube ich, genau. Diesmal möchte ich mich gerne überraschen lassen. Wir haben Wochenende, wir haben Samstagvormittag und ich habe hier meine dicke Kiste genau mit Masken gefüllt. Ja, irgendwie wird es nicht weniger, ich verstehe das gar nicht. Naja, aber ich bemühe mich und ich möchte mich jetzt überraschen lassen. Das heißt, ich gucke jetzt zu euch in die Kamera, quasi zu euch und wühle mit meiner linken Hand in dem Karton und bin gespannt, was ich ziehe. Ja, und ich glaube, ich habe eine. Zack. Oh, das ist eine von Montagne Jeunesse. Tuchmaske totes Meer. Jetzt, ja, Montagne Jeunesse Tuchmasken habe ich schon einige gemacht. Jetzt muss ich mal eben gucken in meinem schlauen Buch. Totes Meer. Ich habe ja hier meinen Philo und da habe ich mir ja schon ganz viele Masken, also alle Masken notiert vom letzten Jahr und von diesem Jahr. Jetzt schaue ich mal eben. Das gibt's ja nicht. Direkt die erste Maske hier, als mein Maskenprojekt, als ich das begonnen hatte, war die allererste Maske tatsächlich Montagne Jeunesse Tuchmaske Totes Meer. Genau diese Maske. Ja. Somit scheidet die jetzt erstmal aus, weil die hatten wir ja schon mal. Und ja, ich ziehe einfach jetzt nochmal, lass die mal raus und wühle erneut und ziehe mir blind eine. So, was haben wir jetzt? Wieder Montagne Jeunesse, das gibt's doch gar nicht. Das ist die Fruit Smoothie Maske. Okay, ich glaube, die habe ich mal geschenkt bekommen, weil da steht nicht viel Deutsch, glaube ich. Diese hier. Da schaue ich jetzt trotzdem, ich glaube, die hatte ich noch nicht, bin mir aber nicht sicher. Da bin ich wieder. Ich schaue jetzt mal. Montagne Jeunesse. Also, Tuchmaske tut es mehr. So, jetzt bin ich das mal durchgegangen. Ja, und ich freue mich. Diese Maske habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Sieht ja witzig immer aus, ne? Die Frauen, wie sie die gestaltet haben. Sehr ansprechend. Hier oben steht noch ganz klein Crushed Raspberry. Also hier sieht man schon die Himbeeren. Sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, Raspberry Mango
Okay. Ja, die habe ich mal geschenkt bekommen. Hier seht ihr so verzierte Sticker mit Herzchen. Oh Gott, das ist so klein geschrieben. Hier ist ein riesen Zettel draufgeklebt. Jetzt suche ich mal die deutsche Sprache. Ah ja, Fruchtsmoothie. Porentief, reinigende, verwöhnende Intensivpflege mit einer cremigen und reichhaltigen Textur. Gesicht reinigen, habe ich gemacht. Maske gleichmäßig auf Gesicht und Hals auftragen, empfindliche Augen- und Lippenpartien aussparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, mit Wasser abwaschen, wöchentlich anwenden. Okay. Ja, das ist eine einmalige Anwendung und 20 Gramm, das ist eine Menge. Ich habe jetzt hier schon mein Tischtennistrikot an. Den Hals, glaube ich, lasse ich weg. Ich weiß es noch nicht. Oder ich überlege gerade, ob ich mir einen Pinsel holen sollte. Aber ich glaube, ich trage die lieber mit den Fingern jetzt auf. Ich weiß auch nicht. Naja, wir haben jetzt eine Maske. So. Ich knete die einmal durch. Also man spürt es schon. Sehr viel drin. Ja, jetzt freue ich mich auf eine fruchtige Smoothie-Maske. Wo gehst du denn noch mal auf? Ach ja, hier oben. So, bin ja mal gespannt. Und reiß das jetzt mal komplett hier oben ab. Und jetzt, oh, da kommt mir schon ein. Ein ganz leckerer, fruchtiger, ich rieche Himbeere. Ja. Und wenn man hier so reinschaut, schaut mal, das scheint mir eine festere Paste zu sein. Ja, ich drücke die mal ein bisschen hoch hier und dann fangen wir mal an. Oh ja, das ist so ein bisschen karamellfarben sieht die aus. Man sieht jetzt keine fruchtigen Stücke. Also hätte ja auch sein können. Oh, ist das kalt. Schön erfrischend. Das brauche ich jetzt auch. Wie gesagt, ich muss gleich Tischtennis spielen. Wir haben Meisterschaftsspiel. Leider kein Heimspiel. Ah ja. Aber so weit muss ich nicht fahren. Boah, das ist so kalt, so erfrischend. Und ihr seht ja, das ist eine richtig dicke Masse. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht klatsche ich mir gleich noch ein bisschen an den Hals. Ja, die habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß jetzt nicht von wem. Betty? Kann sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe da schon viele Masken geschenkt bekommen auch. Deshalb. Ja, habe ich auch noch in so einen guten Vorrat. Also die hat einen ganz, ganz angenehmen Duft. Himbeere rieche ich definitiv raus. Die Mango geht so. Ja, ist aber angenehm. So, ach was soll's, ich klatsche mir das jetzt einfach aufs Gesicht richtig schön fett und dann passt das schon. Ja. Wenn es geht, wollte ich mir die Haare nicht einkleckern, weil ich halt gleich noch Tischtennis spielen wollte, wollte. Und mir vorher nicht mehr die, also ich werde nach dem Tischtennis, wenn ich wieder zu Hause bin, baden oder duschen. Ja. Ja, und dann kommen wir auch gleich hinterher zur Bewertung. Jetzt waren es, ja, es waren drei Masken. Ich werde versuchen, im Monat März, der ja wieder länger ist, der Monat März hat, glaube ich, 31 Tage. Ich glaube, ja, da werde ich natürlich versuchen, 4, 5, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass die höchste Anzahl an Masken an einem Monat waren, glaube ich, 4, oder? Hatte ich mal 5. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich meine, dieses Projekt ist, ich glaube, jetzt auch fast ein Jahr alt. Ich muss gucken. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, also lässt sich trotz etwas festerer Masse gut mit den Fingern verteilen. Ihr seht es ja, ist auch nicht mehr viel drin. Ja, und der angenehme, fruchtige Duft macht das Auftragen zu einem schönen Erlebnis, sag ich mal. Und sieht lustig aus. So, jetzt quetsche ich nochmal hier ordentlich. Also ich hätte es locker auch auf dem Hals machen können und Dekolleté, weil ihr seht ja, ich habe es jetzt richtig schön dick aufgetragen. Ich bin gespannt, ob man nach der Einwirkzeit irgendwie sieht, ob die so ein bisschen eingezogen ist.
Die Post war auch schon da. Also, ja, werde ich wohl jetzt gleich keinen erschrecken, außer meinen Mann. Der ist hier. Wir haben, wie gesagt, Wochenende und der hat heute auch ein Tischtennisspiel. Also Olaf spielt auch bei uns im Verein. Ja. Aber der muss etwas später erst weg. Jo, ein sportliches Wochenende. So. Ich würde sagen, die Tüte ist leer, leicht bekleckert. Es ist so eine leichte Roséfarbe. In dem Licht sieht man es jetzt nicht so gut, aber richtig fest, die Paste. Und ich habe jetzt eine ganz, ganz angenehme Erfrischung, verspüre ich. Also die, als wenn die so einen leichten Kühleffekt hätte. Ja. Ja, hat Spaß gemacht aufzutragen. Und ich lasse das jetzt einwirken, 15 Minuten, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und das Sprechen fällt mir ein bisschen schwer, weil, wie ihr vielleicht sehen könnt, ja, sieht es jetzt so aus, als hätte ich überall Falten hier. Also diese Maske, die ist richtig angetrocknet, ja. Ich habe jetzt die Finger ein bisschen feucht. Ich habe mir nämlich gerade schon einen Waschlappen besorgt. Ja, und ihr seht, die ist richtig, oh, das sieht ja lustig aus hier. Richtig schön fest geworden. Ja, hier ist noch eine leicht feuchte Stelle. Ich meine, gut, ich habe ja jetzt auch die komplette fette, die ganzen 20 Gramm mir ins Gesicht geklatscht, ne? Deshalb, aber ich kann sagen, ich rieche trotz alledem immer noch diesen schönen Himbeerduft. Sehr, sehr angenehm. Es war am Anfang, so die ersten 5 Minuten, noch eine gute Erfrischung zu spüren im Gesicht. Und jetzt hat das nachgelassen, wo es jetzt so fest geworden ist. Dann habe ich erst mal überlegt, wofür die Maske eigentlich gut sein soll. Jetzt ist ja hier nicht viel Deutsch, aber hier steht Deep Pore Cleansing Mask. Ja, und das bedeutet, glaube ich, so viel wie, dass es eine Maske ist, die, denke ich mal, die Poren öffnen, beziehungsweise ja, das Gesicht reinigen und die Poren reinigen soll. Ja, und ich hoffe mir natürlich auch eine gewisse, auch wenn die Maske jetzt so angetrocknet ist, erhoffe ich mir, dass die Haut ein bisschen durchfeuchtet wird. Das wäre ganz gut. Ja, ich werde sie mir jetzt aus dem Gesicht waschen. Ich habe mir schon hier so einen Waschlappen hingelegt. Ich weiß nicht, da steht ja mit Wasser. Ich habe jetzt ziemlich warm das Wasser. Ich weiß nicht, ob es mit dem Waschlappen jetzt so eine gute Idee ist. Oh, das ist aber fest. Ne, wisst ihr was? Ich tauche mal eben ab in mein Waschbecken und mache das mal eben. Ich glaube, das ist besser. Ja, bis gleich. Ich nehme mir die Maske jetzt mal eben aus dem Gesicht. So, ja, jetzt habe ich es geschafft. Das war jetzt nicht so ganz so einfach, beziehungsweise einfach eigentlich schon. Es ging nur nicht so schnell. Die Maske war wirklich richtig schön fest angetrocknet. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch eine dicke Schicht auf meinem Gesicht hatte, ja, hat es ein bisschen gebraucht, bis der Waschlappen und das warme Wasser die Maske durchfeuchtet haben. Aber jetzt habe ich es geschafft und muss sagen, ja, ich habe jetzt ja, noch keine Creme natürlich im Gesicht. Wir gucken jetzt erstmal. Also meine Haut fühlt sich angenehm an, erholt. Sie spannt nicht. Hat man ja sonst schon mal gerade. Ich habe das morgens, wenn ich mir das Gesicht reinige, dann spannt die schon. Und ich muss mir ziemlich schnell, habe ich das Gefühl, brauche ich eine Feuchtigkeitscreme. Das habe ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz werde ich gleich meine Haut eincremen. Das können wir auch eben noch zusammen machen. Also ich fühle mich wohl in meiner Haut und habe auch jetzt, wie gesagt, während der gesamten Einwirkzeit nichts Negatives verspürt. Im Gegenteil, am Anfang quasi halt sehr erfrischend. Und dann, ja, wurde es halt fest. Und ja, das hätte ich nicht gedacht, dass die so fest wird, die Maske. Ich hoffe jetzt mal, dass die Porentiefen gereinigt worden sind, so wie es auf der Maske draufsteht. Ich nehme jetzt mal von Alverde meine Augenpflege hier aus dieser Zellaktivreihe. Habe ich euch schon mal öfters gezeigt, ne? Diese hier. Genau, und dann kommen wir jetzt gleich zur Bewertung. So, das gebe ich mir jetzt mal. Also die war wirklich sehr, sehr angenehm, diese Maske. Und vor allem der Duft nicht künstlich, sondern sehr, sehr natürlich, so ein bisschen halt nach Himbeere, nicht zu süß. Wie gesagt, Mango habe ich jetzt gar nicht so rausgerochen.
So, dann nehme ich auch aus der gleichen Reihe die aus der Zellaktivreihe die Tagespflege. Die Nachtpflege habe ich auch. Die sieht genauso aus wie die, die hat nur einen blauen Deckel. Ja. Davon nehme ich auch nicht so viel, weil die ist doch für eine Tagespflege relativ reichlich, reichhaltig. Und da braucht man wirklich nicht viel. Ja, und jetzt geht es gleich zum Tischtennis. Naja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich glaube, so eine knappe Stunde. Werde jetzt eine Kleinigkeit essen. Ein Süppchen oder so. Ja, nicht zu viel. Dann nehme ich mir immer gerne noch zum Tischtennis eine Banane mit. Ja. Und dann wollen wir mal gucken. Es wird heute kein einfaches Spiel. Wir spielen nämlich gegen den Tabellenzweiten. Erste oder zweite? Ich glaube zweite. Schauen wir mal. Wo stehen wir eigentlich aktuell? Am vierten, glaube ich. Ich glaube auf dem vierten. Bin mir aber nicht sicher. Ja, okay. Also, jetzt fühle ich mich richtig wohl in meiner Haut und werde natürlich nicht mit dieser wunderschönen Duschhaube Tischtennis spielen gehen. Nein. Nö, also, wir kommen jetzt zur Bewertung. Genau. Da bin ich wieder. In diesem schönen Döschen, Schächtelchen bewahre ich die immer auf. Und es waren jetzt diese, ja, man kann sagen, richtige Masken waren es jetzt nur drei plus diese Augentuchmaske. Genau. Also, Peel-Off-Maske von Rival de Loup. Dann diese Tuchmaske in Kombination mit Tutanchamun. Beziehungsweise Kombination war es ja gar nicht. Ja, und jetzt diese schöne Maske. Ich kann jetzt abschließend sagen, also, totaler Flop war für mich diese Freeman Feeling Beautiful Augentuchmaske, diese hier. Ne? Habt ihr ja gesehen eben, die hatte ich mir ja auf um meine Augen gelegt und sofort hatte ich durch diese Dämpfe oder was auch immer, was in dieser Tuchmaske drinne war, hat das meine Augen so gereizt, dass die sofort so leicht am Brennen waren und auch getränt haben. Sehr, sehr unangenehm. Deshalb habe ich sie mir ja nach 2-3 Minuten schon runtergerissen. Also absoluter Flop und letzter Platz. Dann käme auch schon die Rival de Loup Peel-Off-Maske. Also von den vollen Gesichtsmasken würde ich sagen, belegt die den dritten und letzten Platz, weil die zu fest war. Die war einfach, ihr habt es ja gesehen, das hat mir so wehgetan beim Abziehen und das habe ich noch nie gehabt bei einer Peel-Off-Maske, dass die so fest auf dem Gesicht backte und jedes einzelne kleine Gesichtshärchen hast du gespürt, ja, beim Abziehen. Das war wirklich sehr, sehr unangenehm und ich weiß nicht, ob ich dieses zweite Tütchen noch verwenden werde. Ich glaube nicht. Ja. So, jetzt kommen aber, das waren jetzt so die nicht so tollen Masken. Dann würde ich sagen, als zweiten Platz Tutanchamun von Schäbens. Die habe ich abends gemacht, genau nach der Peel-Off-Maske morgens. Und die war sehr, sehr angenehm. Ich habe danach, bin ich auch, also die ist auch relativ später dann noch, als die Kamera aus war, ganz gut eingezogen. Ich hatte zwar noch einen leichten Fettfilm auf dem Gesicht, aber das war okay. Also ich dachte erst, das wird gar nicht einziehen. Und ich fand die Maske sehr feuchtigkeitsspendend. Sie hatte einen angenehmen Duft und war klasse. Da freue ich mich auch schon auf das zweite Tütchen. Ja, und den ersten Platz fällt mir nicht schwer, Rival de Loup. Montagne Jeunesse, diese Fruit Smoothie Mask hier. Ganz einfach, die war auch gut. Sie hat hoffentlich meine Poren gereinigt. Angenehmer Duft, leichter Auftrag, tolle Konsistenz, hat sich toll verteilen lassen, ging recht zügig. Und ja gut, der minimale Nachteil, Nachteil ist es nicht. Das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, obwohl es kein richtiges Bemängeln ist, dass sie sehr fest wird. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, jetzt spannt doch alles. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und ja, also ich, Montagne Jeunesse hat mich, glaube ich, fast noch nie enttäuscht. Ich bin mir nicht sicher. Aber die kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Wie gesagt, die habe ich geschenkt bekommen. Müsst ihr mal vielleicht bei Amazon schauen oder so. Oder gibt es eigentlich Montagne Jeunesse als reine Homepage? Dann könnte man da ja auch mal gucken. Also absoluter Liebling. Ja, das war meine Bewertung. Also dieses Mal, ich reagiere ja selten oder habe selten eine Maske dabei in einem Monat, die ich so schlecht fand.
hatte ich selten. Oder gar nicht, ich weiß nicht. Aber diese Peel-Off-Maske hier, absoluter Flop. Ja, weil sie mir zu fest auf der Haut backte einfach. Und das Abziehen doch empfand ich als sehr schmerzhaft, ja. Okay, ja. Dann würde ich sagen, hoffe ich, hat euch dieses Maskenprojekt für den Monat Februar gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Freue mich auf euer Feedback. Vielleicht war ja eine Maske dabei. Vielleicht liebt ihr ja auch die Rivalde Loop Peel-Off-Maske. Kann ja sein, dass ihr das gerade toll findet, wenn es ein bisschen fester auf der Haut sitzt. Lasst mich es wissen. Das war jetzt so mein Eindruck der Masken. Mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf den Monat März und erhoffe mir, wenigstens 4 Masken, wenn nicht sogar 5 Masken zu schaffen. Genau. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video auch wieder dabei sein würdet. Und ja, dann würde ich mal sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.